Ach, du bist ja auch hier. Ich habe dich letztes Jahr das letzte Mal gesehen. Das ist ja Willi Schwabes Rumpelkammer. Ja, ne? Hm. Gesundes neues Jahr wünsche ich dir, Matze. Ja, ebenso. Ebenso. Ja. Euch, hallo. Euch auch. Jo, hallo Borkheide, hallo Welt. Wir wollen mal dabei bleiben, ja? Ach so, ja. Der Matze. Und der Lutze. Euch allen natürlich ein wunderschönes, gesundes neues Jahr. Bleibt alle gesund. Und wir hoffen mal, dass wir irgendwann langsam zu so etwas Ähnlichem wie Normalität zurückkommen. Also nicht zu dem, was wir jetzt haben, als Normalität das akzeptieren, sondern so und so weiter. Silvester, alle Finger dran, ne? Guck mal. Genau, alle nüchtern noch, keine Säuferleber gekriegt. Du und ich? Nein. Silvester war eigentlich ziemlich ruhig von Getränken her. Mhm. Der Tag vorher war schlimmer. Ja, war ja ein langes Wochenende, konnten wir uns erholen. Eisbaden habe ich nicht gemacht, weil es war viel zu warm. Doch, ich war in meinem Tümpel, aber 9 Grad. Also im Waldbad wäre Eisbaden auch nicht mehr jung, oder? Ist da noch Eis drauf? Im Waldbad wäre Eis drauf gewesen am 30. Ja. Aber auch so viel, das hätte man raushacken müssen. Also man hätte es auch jetzt nicht mit dem Besen zerstoßen können oder ach so. Ach gut, ja, da war doch noch was da am 1., oder? Nee, es war dann weg. Ja? Das war echt weggetaut, ja. Ah, zu warm. Ist auch zu warm. Bei so einem warmen Wetter geht ja keiner ins Wasser, aber was soll denn das? Jo, Grüße, ja, die waren an euch und natürlich, ach so, wir wollten noch nicht vergessen, dass wir haben noch 104 Tage bis Ostern, ja? Also ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Vor der Feier ist nach der Feier, nach der Feier ist vor der Feier. Also ist bald Ostern in 104 Tagen. Also schon mal Ostereier ansetzen. Und dass die auch reif sind. Guck mal hier, dieses Bild hier. Das ist der Marcel, der mit dem weitgereisten Kalender ever hier. Und zwar ist der Kalender gerade in Florida, ne? Ja. Im Warmen. Im Warmen. Der Kalender sonnt sich gerade in Florida. Schöne Grüße zum Kalender und an Marcel und Familie. Finde ich überhaupt nicht so in Ordnung, dass der Kalender da ist und nicht wir, aber es ist halt so. Ja, schöne Grüße und vielen Dank. Und ja, weil wir ja beim Saufen waren, jetzt gibt es nicht mehr, den ganzen Monat. Hashtag Dry January. Was? Hashtag? Das ist jetzt Drogen im Hasch? Raute. Raute? Für alte Leute heißt es Raute. Raute? Die ja, andere, die hier. Wir halten uns mal wieder daran, wie in England gibt es das, wurde das erfunden, glaube ich. Ne? Ja. Aber irgendwie habe ich das noch nicht gewusst, das hatte ich schon selber eingeführt, dass es im Januar nichts zu trinken gibt, damit man, also nichts zu trinken, keine alkoholischen Getränke natürlich nicht, damit man seine Leber wieder ein bisschen Auszeit gönnt. Die Leber ist auf der anderen Seite, Junge. Bei dir, aber das mir ist nicht. Herz. Ich habe kein Herz. Das war mir klar. Jetzt verstehe ich so einiges. Ja, ich habe im Dezember schon angefangen. Da hatte ich schon mal 17 Tage. Ich habe schon mal vorgeübt. Hat funktioniert. Ja, ich habe davor auch schon gemacht, aber die letzten 14 Tage nicht mehr. Aber davor habe ich schon mal ein bisschen trocken gestanden. Aber naja, was soll man sagen? Schlimm, dass man da eigentlich so ein Thema so hochheben muss. Ne? Aber ja, Alkohol ist eine Einstiegsdroge, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, und Hasch haben wir hier noch nicht. Der kommt auch nicht. Abwarten. Und naja, wie gesagt, wir müssen halt beweisen, dass wir vom Alkohol abhängig sind. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht abhängig sind. Dafür allerdings, um dann gleich mal den Anschluss zu kriegen, von euren Themen. Sehr abhängig. Sehr abhängig. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass wir von irgendwas berichten, also von euren Autoreifen oder von euren Hühnern oder was gibt's denn noch so für Themen? Da fällt dir nichts ein. Kaninchen zum Beispiel. Ostervorbereitung. Feuerholz oder so. Für Ostervorbereitung, Osterwässerchen. Ach so, da sind wir schon wieder beim Alkohol. Ja, einfach an uns wenden. Und ich denke mal, wir kriegen das hin und können die Themen aufgreifen und die auch beantworten. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Nee, die Alternative ist, wenn wir keine Themen bekommen, dass wir einfach wieder nur rumsitzen. Und dummes Zeug quatschen, meinst du? Dummes Zeug quatschen. Ja, das machen wir auch mit dem. Glaube ich. Nee. Ja. Nein. Ja. Niemals. Jo. Aber da sind wir schon beim ersten Thema. Und zwar, wir hatten das Thema zu Weihnachten, glaube ich, gehabt hier. Ja, kurz vorher. Genau, kurz vorher. Spielplatz, Haselnussstrauch. Lausscheiße steht da. Haselnussstrauch. Das sind 3 S. Und nicht so wie bei Lausscheiße nur 2. Genau. Ja, aber um zu dem Spielplatz. Hat er ja 3 Tage nachgesucht.
Zudem, ich habe meinen laufenden Meter. Mein laufendes Wissen und rumlaufen. Ach so. Ja. Und da haben wir natürlich eine Info vom Amt Brück, vom Kai gekriegt. Vielen Dank, Kai, dass du immer dir die Sachen anguckst und natürlich versuchst, die zu beantworten. Und zwar ging es ja um den Spielplatz, den kleinen Spielplatz im Haselnussstrauch, der geschlossen werden soll. Da gab es ja eine Petition. Und der Kai hat uns erklärt, warum das so sein soll. Und zwar, damit Eltern mit kleinen und größeren Kindern sich nicht zerteilen müssen, wird der Haselnussstrauch geschlossen und die Geräte am Eichelherweg wieder aufgestellt. Dies in Abstimmung mit der Gemeindevertretung. Zudem war der kleine Spielplatz recht abgelegen. Und ich glaube, den kennen gar nicht alle. Matze wusste nämlich nicht, wo der ist. Ich war da, trotz, dass wir mal ein Kind hatten in der Größe, nie da. Und vielleicht bist du nicht klein genug. Ich war schon da. Aber ja, es ist eben so, das ist die Begründung gewesen, die wir vom Kai, also vom Amt Brück bekommen haben. Vielen Dank, lieber Kai. Mit deinem Hund im Sandkasten vielleicht. Ich war nicht mit dem Hund im Wald. Der Hund war mit mir zum Spielen da. Nein, wir waren nicht auf dem Spielplatz und daran vorbeigegangen. Also daher kenne ich den. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wo der ist. Jetzt kann man sich das raussuchen. Jetzt kann man sich das raussuchen. Jo. Und wird so alles umgebaut und aus dem Sandkasten werden dann Sandpisten gemacht. Und schon sind wir beim nächsten Thema, Matze. Genau, weil das Thema Sandpisten und die Kosten für die Sandpisten auch hier im Ort, die noch umgelegt werden auf die Anwohner. Da gibt es ja quasi ein Volksbegehren. Und dort kann man natürlich auch noch Unterschriften leisten, denn da müssen viele Unterschriften zusammenkommen, dass in Zukunft die Kosten für die Straßen, die heute quasi schon mit Wasser, Strom, Abwasser erschlossen sind und seit Jahren als Straßen genutzt werden, die dann mit Bitumen einfach überzogen werden. In anderen Bundesländern gibt es das schon gar nicht mehr, das Thema, dass die Kosten auf die Anwohner umgelegt werden. Das soll damit endgültig ad acta gelegt werden, weil die Straßen sind für die Allgemeinheit da. Und dann sollen entweder alle bezahlen oder eben keiner. Und so einfach ist das. Man kann natürlich oft am Brück kann man sich eintragen, auch hier wenn in der Gemeinde bei uns Sprechstunde ist, kann man dort seine Unterschrift leisten oder eben über sandpisten.de/eintragen sich die Unterlagen nach Hause kommen lassen und das einfach ausfüllen. Genau, so. Und schon haben wir den ersten Tag in diesem neuen Jahr geschafft, zumindest mit unseren Videos. Ich hoffe ja, dass wir ein paar mehr Themen noch kriegen. Jetzt kommen wir mal ganz fix noch zum Wetter. Also mit Schnee, Silvester war ja nichts. Also es war echt warm, ne? 13, 14 Grad teilweise. Ich bin ja mit Badehose rumgerannt zu Hause. Nee, nicht wirklich. Aber Matze, wie sieht's denn aus? Kriegen wir jetzt Schnee oder wie? Nee, warum? Nicht Schnee? Naja, vielleicht Richtung Freitag. Aber die Niederschlagsmengen, die wir hier sehen, die sind ja unter 1 Liter pro Quadratmeter. Das ist wieder vermutlich so ein Niesel-Piesel-Wetter. Und Donnerstag haben wir noch nebenbei möglicherweise den meisten Sonnenschein, aber eigentlich ist es im Moment geht es so ein bisschen bergab. A mit den Temperaturen, B mit der Nässe. Da haben wir heute am Montagabend eigentlich noch richtig schönes. War schön gewesen, ne? Schönen Sonnenuntergang quasi gehabt. Das ist nur leicht heller Himmel. Aber es sieht noch nicht nach Frost aus. Das ist an der 0-Grad-Grenze, wenn ich das nachts sehe. Und das, ja. Nachts, ja. Sehr auf Null eingeschlagen da, aber hier im Wald. Ganz gut, da wird es gleich wieder drunter. Kannst du mal gerade dazu rechnen nach unten, ja. Ja. Also auch frühmorgens glatt als möglich. Jo, und schon sind wir wieder durch. Also haben wir das schon wieder geschafft für dieses Jahr. Können wir ja schon ins nächste Jahr wieder rüberwechseln. Dann müssen wir diesmal noch was machen? Nee, glaub nicht. Ja, ihr seht, wir sind immer noch da. So richtig los werdet ihr uns noch nicht. Aber wir hoffen mal, dass wir noch ein paar Themen finden dieses Jahr. Bis jetzt haben wir das ja 6 Jahre jetzt schon. Werden das jetzt 6 Jahre dieses Jahr? Ich glaube, 2016? Ja, 6 Jahre. Machen wir das schon. In 6 Jahre. Wie irre. Ja, wie blöd. Ja. Na gut. Ja. Ja. Ja, Leute, so, das war's. Hier am Montag wieder. Wie gesagt, wir wünschen euch ein super geiles, tolles Jahr mit ganz viel, wir müssen aufpassen, gucken, ob Kinder. Veranstaltungen, Partys, glückliche Menschen, strahlende Augen, viel Sonnenschein und ab und zu mal einen Regentropfen. Schwimmbadöffnung. Da fällt mir noch Schnee. Was ein. Ha, wir sind noch nicht fertig. Nicht? Falls jemand in der Matz gelesen hat, Waldbad, Brockheide, Plagen, Sorgen und so eine Sprüche wie, uns steht das Wasser bis zum Hals. Da hat der Kollege von der Redaktion etwas übertrieben, muss ich leider sagen. Das Wasser steht uns erst bis zum Hals, wenn wir hier komplette 2G-Regelungen und sonstige Sachen haben. Das hat man die letzten 2 Jahre auch nicht.
Also nichts wird so heiß gegessen, wie es in der Zeitung geschrieben wird. Ja, die Medien wieder. Das ist schlimm, die Medien. Ja, aber also, die können nur noch so eine Panikberichte machen, oder? Ja, deswegen bin ich auch nicht mehr bei Facebook gerade, weil ich will eigentlich gar nichts mehr lesen und mache auch dort einen Digital Detox. Ja. Sag einfach, geh weg. Ich lasse alles Lutze machen, das ist ganz einfach. Und genau, deswegen, also Thema Waldbad nach wie vor, der Vorstand ist da, wir arbeiten in Richtung Saisoneröffnung hin und mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, so, das war's jetzt aber wirklich. Ja, stand gar nicht drauf, ne? Fällt mir gerade so. Schöne Woche wünschen wir euch, bis zum nächsten Montag. Winke, winke, der Matze und Lutze und tschüss. Tschüss.